Hallo und willkommen zurück zu Atelier Vieres. Ja, wir können doch nicht ganz so viel zusammen basteln, weil es war erstmal Pflichtübung zu erledigen. Das heißt, Katalysatoren mussten nachgebaut werden und Neutralisatoren und No-Doc. Und jetzt ist eigentlich nur noch Zeit für eine Sache. Eine neue, die wir jetzt gemeinsam herstellen können. Craftback. Und da können wir endlich auch mal unsere Unius hier loswerden. Damit das Ganze. Ach genau, Zettel habe ich auch noch gebaut, aber hier brauchen wir gar keine Zettel, wie ich sehe, sondern so Stoff. Und da ist auch eine interessante Sache. Also ich habe schon mal ein bisschen jetzt geguckt, wie will ich an dieses Ding hier rangehen, wie will ich das ungefähr basteln, damit will ich so viel Zeit verlieren. Und wenn ich so ein Teil hier einsetze, Handwoven Cloth, dann dauert die Herstellung von diesem Handwoven Cloth umgerechnet vielleicht 2 Stunden oder sowas. Wenn ich hier so einen Flügel einsetze, dauert das 13,5 Stunden. Und dadurch wird die ganze Bombe, die wir jetzt herstellen, natürlich viel, viel zeitaufwendiger. Das heißt, hier sind wir eigentlich schon mal festgelegt, wenn wir Zeit sparen wollen, auf das. Dann haben wir hier ganz viele wertvolle Materialien. Alles, was wir hier sehen, bei Metall ist wertvoll. Ingots brauchen viel Zeit. Diese Sachen habe ich nur ganz wenig. Habe ich übrigens gesehen, Hidden Dagger können wir noch nicht bauen. Da brauchen wir auch dieses Tamagane. Wir müssen mindestens Level 31 sein. Und diese Sachen hier sind billig. Iron Sand Catalyst. Deshalb habe ich da auch nochmal welche nachgebastelt. Die können wir dann gerne dafür verwenden. So, und hier muss ich natürlich sehen, dass ich irgendwas Blaues nehme. Und ich denke, ich nehme hier einfach mal. Ich weiß gar nicht, brauche ich da 3 oder. Ich glaube, es reichen sogar 2. Dann kann ich mir den noch aufsparen. Von der Fläche her. Und hier bei den Unius, da nehme ich gerne mal welche, die viele Punkte haben und die vor allen Dingen auch blau sind. Denn oben die erste Linie ist das Entscheidende. Wenn wir die blaue Linie voll kriegen, kriegen wir alles voll. Da wollte ich jetzt einfach mal nach der Farbe Blau suchen. Und da haben wir hier welche, die sind blau und gelb. Und die machen einen entscheidenden Unterschied. Die können wir mal so nehmen. Und hier nehme ich jetzt aus Spaß mal so einen. Mal sehen, ob der reicht. Es kann aber auch sein, dass wir noch den zweiten 50er hier auch brauchen. Das weiß ich jetzt nicht. Also in dem Test, den ich gerade gemacht habe, geht es mit den beiden 50ern auf jeden Fall. So, dann brauchen wir etwas, um Trades zu transferieren, würde ich mal sagen. Und Use Count auch noch einen hoch. So, haben wir schon mal den dritten von diesen Iron Sand Katalysten, die wir jetzt brauchen. Und jetzt ist das Tolle, einmal an diesen hier, dass die grün und gelb sind. Also, oder ob die nun grün sind, spielt eigentlich keine Rolle, aber die sind gelb. Das heißt, wenn ich die einsetze, bevor ich den hier oben einsetze, bekomme ich den Bonus für gelb bei diesem Unio mit. Dieser Unio ist aber auch blau. Das heißt, der sorgt dann wieder für weiteren Bonus. Und, wir fangen jetzt mal an, den hier so zu platzieren. Jetzt könnte ich direkt den blauen platzieren. Ich könnte aber auch den hier jetzt hinlegen. Spielt keine Rolle. Die 47 Punkte, die wir dafür bekommen, ist ja fast genau eine gefüllte Linie. Da spielt es eigentlich keine Rolle, wann ich diesen hier platziere. Das kann ich ja so jetzt machen. So, jetzt könnten wir den blauen legen, der bringt ja nur 20 Punkte. Ah ne, warte mal, mal sehen, wie rum ich den platziere. Es spielt keine Rolle. So, kriege ich den wirklich auch so und so hinkriegen? Okay. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, es ist günstiger, wenn ich den jetzt hier platziere.
Und dann den hier. Der bekommt jetzt halt seine 36% Bonus von den anderen beiden gelben. Und sorgt dafür, dass der blaue Bonus noch weiter ansteigt. Also zweifarbige sind wirklich grandios. Und dadurch bringt dieser jetzt hier 100 Punkte. Und das reicht gerade eben nicht. Guck mal. Habe ich hier was verkehrt gemacht? Da fehlt mir jetzt irgendwas. Ach so, genau. Nein, ich habe nichts verkehrt gemacht, sondern ich habe ja hier nur so ein 30er Unio genommen. Und dann sehe ich jetzt halt gerade, es läuft halt nicht. Ich könnte den auch nochmal versuchen zu ersetzen, aber da gibt es, glaube ich, nichts über 50, was ich nehmen könnte und was auch noch blau ist. Ach so, genau so einen wollte ich da auch mal genommen haben. Davon haben wir noch relativ viele. Das können wir machen, aber wir kommen nicht drum herum, hier jetzt einmal den 50er Unio zu nehmen, wenn ich ihn denn wiederfinde. Hä? Filter, Color. Blau, blau. Da ist er. So, dann legen wir den hier nochmal hin. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele Punkte brauche ich denn überhaupt noch da unten. Ich brauche 33. Und ich kriege aber ungefähr das Doppelte raus, das heißt, ich brauche ungefähr 17. Da kann ich also hier auch was ganz Einfaches nehmen, in Blau. Nehmen wir den hier. So, und damit haben wir alles ausgefüllt, aber auch nur, weil wir unsere besten Unios verwendet haben. Aber ich bin halt mal gespannt, was wie denn so ein Giants Blow, was da für Schaden macht. Ja, Trades. Wir können nur einen übertragen und wir haben jetzt fewer Bonus. 12% ist jetzt nicht berauschend. Wenn wir jetzt nur ein Ziel haben, dann bringt 12% mehr Schaden. Naja. Da habe ich jetzt auf die Trades nicht so geachtet. Aber wir können ohnehin nur einen übertragen. Also jetzt, wo wir ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Und hier jetzt sind wir schon... Eine halbe Stufe haben wir schon erreicht. Dann können wir auch bald mehr Trades übertragen. Werden die nächsten Craftbacks besser. Ja, damit haben wir wieder 98 LP. Achso, den Craftback müssen wir natürlich noch ausrüsten. Dann können wir mal losziehen. Sonst habe ich... alles, glaube ich, ausgerüstet, ja. Können wir die Schneelandschaft ein bisschen erkunden. Das ist der Typ, dem wir hier was Warmes gegeben haben. Und Angriff findet den Anblick von Schnee schon ziemlich spektakulär. Okay, das sieht aus wie ein Monsterlager. Hier können wir auch mal gegenschlagen. Und da kommt schon der nächste Gegner. Ah, okay, da sollten wir diese schneebedeckten Früchte... Ach, deshalb auch Äpfel. Das ist halt ein Apfelbaum und der Apfel ist mit Schnee bedeckt. Jetzt verstehe ich den Trick dahinter. Da auch wieder so ein ätzendes Vieh. Machen wir mal... Ja, es bringt alles nicht viel. Ja, 109 für Resist ist nicht übel. Kannst den ruhig mal machen. Der generiert der MP wieder. Und du vielleicht dann Flame Gaze.
So, was machen wir bei dir? Ich würde sagen, auch mal ein Skill gegen den Einzelnen hier. Und noch weg, schön. Und dann mach du doch nochmal Stout Blade. 156, viel mehr Schaden. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ich denke, mach sich jetzt aber mal einen Flame Gaze. Damit er nicht nochmal drankommt. So, damit haben wir auch nebenbei irgendwie eine Quest erledigt, ohne dass ich es wollte oder es drauf angelegt habe. Stein können wir nicht abnehmen. Ah, hier ist wieder ein Vogelnest. Federn und Eier haben wir übrigens jede Menge. Ich dachte ja immer, wir hätten jede Menge Walnüsse und so. Davon haben wir auch 10 oder 15 Stück. Aber wir haben wirklich sehr viele Eier und Blumen und solche Sachen. Ein Buch, das würde mich eigentlich schon mal reizen. Ja, nicht mit der Spitzhacke, Viris. Pass doch mal auf. Okay, das ist ja harmlos. Ja, das mal. Oder ist schon fast übertrieben. Naja. Also weil Lia gleich auch noch ihre Skills einsetzen könnte. Okay, dann hau du einmal hier zu. Machen wir ein Item. Oh, nicht schlecht. Also dafür, dass wir kaum was tun mussten, bin ich mit den EP ganz zufrieden und ein bisschen Geld. Wieder ein neues Rezept. Es nimmt kein Ende. Und wir sind wieder auf 59 LP runter. Durch die Kämpfe gerade? Verstehe ich nicht. Wir zweimal gekämpft haben. Ein bisschen was gesammelt. Ach so, guck mal, hier können wir rüberlaufen. Ist nur nichts los. Ach nein! Ich habe eine Ahnung. Weil es hier so furchtbar kalt ist, verbrauchen wir tierisch LP. Wahrscheinlich brauchen wir warme Kleidung. Uiuiui. Oh weia. Nee, Kreis verspringen, genau. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Lagerplatz. Um die Truhe kann ich mich jetzt auch nicht kümmern, die war da irgendwie an so einem, an so einer Klippe. Hier geht's zur anderen Region. Das können wir uns zumindest mal kurz angucken. Das nördliche Schneefeld, das ist ja nochmal dann wieder Schnee, wie der Name schon sagt. Und eine Quest, Vieres im Schneesturm, klingt nicht nach einer angenehmen Quest. Was müssen wir da tun? Ah, es ist kalt. Mal schauen, ob hier noch andere Leute irgendwo in der Gegend leben. Nee, das schauen wir jetzt nicht. Was? Da hinten die Quest? Da ganz durch? Wahnsinn. Nee, das machen wir auch nicht vor unserer Prüfung. Das wird mir dann zu zeitintensiv. Das Ding können wir doch bestimmt kaputt machen. Uiuiui. Gegenstand. Mining Bombe. Was?
Okay, weiß nichts, was wir unbedingt brauchen. Na gut, dann laden wir unser Lager auf. Wir können einen neuen Speer bauen. Haben wir eigentlich jemanden, der mit Speer kämpft? Ich glaube nicht, oder? Was bauen wir denn jetzt zusammen? Mal eben gucken, was hier noch neu ist. Ja, die Blitzkerne könnte man natürlich machen. Aber ich denke mal, da ist einer so ziemlich wie der andere. Das Gift von Medea, das kann man mal bauen. 37 Stunden, auch Wahnsinn. Was brauchen wir? Vor allen Dingen Lila. Naja, und Grün auch. Eigentlich viele Farben. Haben wir hier zweifarbige? Nee. Das ist nochmal Giftzeug. Oh wei. Hier haben wir Grün, aber viel zu wenig. Naja, den ersten Stern werden wir von Grün schon noch erreichen. Haben wir auch kein Lila, das heißt, Grün ist hier schon sinnvoll. So, hier habe ich nur Rot oder Lila, dann nehme ich auf jeden Fall Lila. Können wir mal eben rausfiltern. Oder statt Lila sage ich besser Purpur. Dann ist Purpur ja wirklich so diese Giftfarbe. Was macht das Gift hier? Eine niedrige Chance, das Ziel zu vergiften, ja. Das bringt es ja dann kaum. So, 50 da unten. Ich weiß nicht, haben wir hier Grün? Hätten wir. Einmal die Kerberflüssigkeit, jawohl. Da ist sie wieder. Dass ich die nochmal brauche, hätte ich auch nicht gedacht. So, und dann nehmen wir beim anderen dann halt Lila. Ja, ist die Frage, welche Güteklasse nehmen wir hier? Ich glaube, 30 ist einfach zu wenig. Dann haben wir einen 45er, der hat auch schöne Fläche, schöne große Fläche. So, ich würde gerne Trade übertragen, Use Count erhöhen. Das ist okay. Liquid Catalyst wäre natürlich auch nochmal eine Maßnahme. Effektlevel plus 2 Purple. Das können wir mal machen. Können wir keinen Trade übertragen, aber wir können 2 Use Counts dazu nehmen. So. Ja genau, ich packe mich hier unten mal schön hin. Jetzt muss ich natürlich auch sehen, dass ich Grün irgendwie hinkriege. Ja, das mal so. Oder die 50. Dann 68. 68 plus 10 sind 78. Nee, das bringt nichts. Das wäre okay.
war das andere da? Achso, den Use Count, den muss ich auch erstmal schaffen. Da haben wir zwei gerade Linien, da haben wir noch einmal ums Eck rum, das ist doch super. Einmal. Da. Jetzt hätten wir da 27. Dann kriegen wir noch einmal einen grünen. Das ist ganz schlecht. So, auf jeden Fall haben wir unten den lila Balken voll. Und jetzt kriegen wir oben den grünen Balken auch gerade noch so eben voll. Und kriegt Corruption. Schön. Also nicht nur Poison L, sondern Corruption L. Was auch immer der Unterschied ist, werden wir noch sehen. Ja, da bin ich erstmal zufrieden. Restrain Attack. Scheint irgendwie ein Debuff zu sein, auch für den Gegner, also dass der dann wahrscheinlich weniger Schaden macht oder weniger gut trifft oder so. Werden wir auch noch sehen. Mal gucken. So, und damit sind wir jetzt noch 3 Monate von unserer Deadline entfernt. Firis, ich will nur mal nachhören, ob wirklich alles in Ordnung ist, weil der Tag des Examens ja ziemlich nahe rückt, oder nicht? Ja, ich glaube, es gibt kein Problem. Reisenberg sollte ja nicht mehr zu weit weg sein. Na, dann ist ja gut, aber dann werd bitte nicht unachtsam, okay? So, Item Equip. Können wir hier noch was ausrüsten? Wir könnten diese Bombe mal zur Seite packen. Und hier mal das Gift hinlegen. So, was macht denn jetzt Corruption? Ach, 3 Statusveränderungen gegenüber dem Ziel. Also sonst hätten wir halt Gift gehabt, wäre ja eine gewesen. Und jetzt könnte es halt Curse sein, Weakness, was es da so gibt. Gibt ja einige Statusveränderungen. Das ist gut. Damage over time ist auch schön. Ah, und der Feind, der macht seine schmerzhaften Angriffe nicht ganz so häufig. Okay, ich denke, das ist was, was wir vor allen Dingen für Bossgegner ruhig mal einsetzen könnten. Das Brot könnte hier eigentlich auch bald mal weg. Müssen wir mal aufessen. Achso, diese Bombe kann eigentlich auch weg. Blaue Bombe. Ich packe hier mal die andere wieder rein. Da habe ich da noch viel von diesem Kram. Was ist das nochmal? Dark Water? Ach, das haben wir irgendwie als Questbelohnung, glaube ich, bekommen. Na gut. So, was können wir sonst noch bauen? So, da sind wir gerade gewesen. Ach genau, den schwarzen Neutralisator. Da will ich auch nicht mehr zu lange mit warten, den zu bauen. Das machen wir jetzt ziemlich auch. Denn jedes Mal, wenn ich so einen anderen Neutralisator baue, steigt ja auch der Level von diesem hier mit. Und solange ich den noch nicht gebaut habe, steigt er eben noch nicht mit. So, brauchen wir auch viel Lila unten. Haben wir hier... Ja, da haben wir auch Lila.
Purpur. Trades werden wir am Anfang noch nicht übertragen können. Aber ich nehme mal den, der hat eine große Fläche. Ach, Lila kriegen wir nicht voll. Guckt euch mal an. 40 Punkte brauchen wir da. Das kann ich vergessen. Ich mache mal einen ganz einfachen nur. Das heißt, vielleicht sogar andere Farben bevorzugen. Dass ich einmal gelb nehme, einmal blau. Das ist, glaube ich, sogar geschickter. Haben wir hier gelb? Natürlich nicht. Ich soll das aber mal eben nachgucken. Ne, haben wir nicht. Das heißt, ich nehme dann zweimal blau. So, hier hätten wir vielleicht gelb. Mal schauen. Hätten wir. Oh, da habe ich nur einen von. Aber ich bin einfach neugierig, was das für Auswirkungen hat. Einfach nur Komponente 5 Punkte besser. Nee. So 30. Da nicht hin vernünftig. Das bringt alles überhaupt nichts. Ich nehme hier diese Blumen, glaube ich. Okay, das war jetzt wieder zu wenig. Kriegen wir wieder ein bisschen Bonus. Ich nehme mal einen General Catalyst. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob wir einen vernünftigen Trade übertragen können, aber irgendwas wird schon dabei sein. Dafür brauchen wir die rechte Seite. Nee, kriege ich da nicht vernünftig hin. So, haben wir wenigstens 10 Punkte an Komponenten dazu bekommen. So. Ach genau, das ist gar nicht der schwarze Neutralisator, sondern tatsächlich Purpur. Was gönne ich ihm denn? Ich denke, ich nehme das MP Super Enhance. Also das andere ist nichts wirklich Gutes dabei. Low Chance of Gift ist jetzt auch nicht so das, worum ich mich reiße. Andererseits brauchen wir den Purpur-Neutralisator wahrscheinlich hauptsächlich, um irgendwelche Gifte herzustellen. Und deshalb nehme ich doch den hier mal. Ja, die anderen Neutralisatoren sind alle schon auf Max-Level, so wie es aussieht. Und wir sind wieder fast auf vollen LP. You.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Weißlag. Da kann ich, glaube ich, 2 Quests jetzt abgeben. Und danach gehen wir dann nach Reisenberg. Also ich werde auch dieses Gebiet hier nicht mehr lange angucken. Das dauert einfach zu lange, weil wir halt so stark frieren. Ich will halt einmal schräg durch Richtung Westen, ist ja der Ausgang, den ich nehmen muss. Das heißt, jetzt muss ich vor allen Dingen erstmal nach Süden. Da kriegst du immer direkt 3 Punkte jeder Tick. Also ich habe sonst mal gesehen, dass es 2 gekostet hat, aber vielleicht waren es sogar auch mal nur einen Tick woanders. Okay, das ist gut. Hier haben wir nochmal wieder irgendeine Stimme hören wir, keine Ahnung. Kann ich mich jetzt auch nicht drum kümmern. Ach guck mal, das sind gar keine Eier da in dem Nest, sondern irgendwie so ein Kraut. Das war auch nicht das Nest, oder? Ja. Gut, dann können wir hier... schon fast in Weißlag. Was hast du denn jetzt, Il? Willst du etwa lieber zurück in die Kälte? Il hat sich nur gerade beklagt, warum wir denn jetzt hier diesen engen Pfad lang gehen müssen. Viris! Oh, Fritz, was machst du denn hier draußen? Ah, ja, ich war kurz außerhalb der Stadt. Es gab da Panik wegen eines Monsters, was in der Nähe erschienen ist. Also bin ich ausgezogen, um es zu erlegen. Wow, das ist ja fantastisch. Ich wusste gar nicht, dass Puppenspieler auch die geeigneten Leute sind, um Monster zu bekämpfen. Nun ja, nicht alle Puppenspieler. Weißt du, ich bin viel umhergereist und damals war ich auch Söldner. So ist das genau meine Kragenweite. Ach ja, wo du es gerade erwähnst, du hast ja auch Schwerter, oder? Ja, genau. Kein gewöhnliches Monster kann es mit mir aufnehmen. Aber ich muss jetzt wieder los. Ich muss ja den Stadtbewohnern die frohe Kunde verbreiten, dass ich das Monster besiegt habe. Wir sehen uns dann bald, Viris. Ah, sind wir direkt im Zentrum hier angekommen. Das ist ja auch schön. 6 Uhr morgens auch, schön. Okay, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, mit wem ich noch reden musste. Ich rede erstmal mit dem Händler hier. Wir haben jetzt ja 10.000 Kohl. Will ich natürlich nicht alle auf den Kopf hauen, aber... man kann ja mal gucken. Zum Beispiel Milch brauche ich immer wieder, habe ich festgestellt. Und so eine eigene Kuh jetzt auf Reisen dabei, das ist auch nix. Weizen haben wir noch. Mehl. Dann war ein Supermehl, aber ich wüsste jetzt noch nicht, wofür ich es einsetzen sollte. Das wäre sicherlich gut gewesen, um die Kekse zu backen. Dieses Supermehl.
足りなくなってたものし、どれを買う？Verstehe ich nicht. Hier wird Dunkelheit. Hat er theoretisch, hat er jetzt aber gerade nicht da. Und hier gehe ich auch demnächst nochmal zu dem Laden mit dem goldenen M und sage, ein Stamina-Brot hätte ich gerne noch. Nee, also hier brauche ich nichts. Gut, gucken wir mal, wo hier die Quests sind. Das war der Typ mit den Knochen, da habe ich jetzt nichts da. Das war Turtle Claws, habe ich auch keine da. Das war die Spitzhacke. Okay, und das war... Okay, gehen wir also nach Norden. Da müssen wir dann wahrscheinlich hier irgendwie rein. Hier könnten wir auch mal Leute wieder austauschen. Ich muss mir gerade noch mal den Status angucken. Also Drossel habe ich jetzt so lange dabei. Die müsste eigentlich mal ausgetauscht werden. Battle Equip. So. 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 Und dann nehmen wir mal wieder Revi oder Kalt mit. Ich bin ja eigentlich neugierig, was Kalt betrifft, aber Revi haben wir jetzt so lange nicht dabei gehabt. Ja, mal sehen, wie er sich dann so schlägt im Vergleich. Genau, ich wollte irgendwie eine Quest abgeben, ich weiß nicht bei wem. So, das war der mit dem Turtle Claws. Ich könnte eigentlich auch, ich kann jetzt nicht auf die Map gehen, um das zu markieren. Er brauchte die Spitzhacke. Bitteschön, hat 21 Stunden gedauert. Oh, die glänzt aber toll. So eine Spitzhacke habe ich ja noch nie gesehen. Junge Dame, du musst bestimmt eine Alchemistin sein, was? Du warst so hilfsbereit. Da kann ich mich jetzt um die Felsen kümmern. Und sogar um Monster. Gibt es da noch eine Nachfolgequest oder so? Nee, ne? Einfach nur ein Tag Arbeit, 900 Kohl. Auch nicht schlecht. So, und jetzt aber eigentlich die Quest, wo ich darum gebeten wurde, die noch zu machen. Ach nee. Warte mal. Ist das nicht etwa... Sag mal, bist du das, Fritz? Angriff, was machst du denn hier? Wie lange das jetzt her ist? So. Ach, wer weiß. Dinge wie diese vergesse ich gern mal. Machst du immer noch dein Puppentheater? Ja, natürlich. Puppentheater ist mein Leben. Und wie sieht's bei dir aus? Immer noch auf schnelle Geld aus? Ja, du kennst mich doch.
Oder um dich, um deine Worte auszuleihen, Geld verdienen ist mein Leben. Ja, du hast dich kein Stück verändert. Allerdings sind wir auch beide älter geworden und die Dinge sind nicht mehr so wie früher. Also, sieh zu, dass du nicht zu ungestüm wirst. Ja, das weiß ich doch. Lass uns bei Zeiten mal was trinken gehen. Ja, gerne. Ja, Angriff ist auch ein bisschen schwer von Begriff. Weil wir ja schon so oft jetzt hier waren und auch mit Fritz gesprochen haben, aber da hat er wohl immer nur so geträumt. So. Ja? So, jetzt haben wir hier unser Breezy Aroma mit dem Trade, nicht mit dem Effekt Calming Aroma. Ach, guck mal, jetzt steht da auf einmal auch Effekt Calming Aroma. Interessant. Wo kommt das jetzt her? Irgendwie habe ich da nicht aufgepasst beim Herstellen. Wo kommt jetzt auf einmal dieser Effekt her? Oder hat Breezy Aroma immer den Effekt Calming Aroma? Warte mal. Haben wir gleich. Ne, das hat Tranquil Aroma. Das heißt, wahrscheinlich war es doch nicht so, wie ich geglaubt habe mit dem Trade. Sondern es war schon der Effekt und irgendwie beim Herstellen heißt es dann da ein bisschen anders, als ich dachte. Naja, ist egal. Hauptsache, ich habe jetzt das Teil fertiggestellt, durch irgendwie mit Glück. Oh, was riecht denn da so lecker? Hey. Oder so angenehm, besser ist ja nicht lecker. Ja, da hast du recht. Da könnte man fast unseren Streit vergessen, was? Hey. Ja, und wenn man sich die Landschaft hier so ansieht, die Aussicht ist einfach grandios. Ah. Ja, habe ich dir doch gesagt. Die Landschaft ist hier einfach unübertroffen. Tut mir leid, dass ich so wütend geworden bin. Ja gut, dann wollen wir uns diesen Gegenstand noch mal eben angucken. Okay, dann ich guck nur gerade, dass ich da auch wieder mit Schnellreise zurückkomme. So, war das jetzt was, was wir so anziehen konnten, oder war das hier ein neues Kostüm? Ne, die Sachen haben wir alle gehabt. Also war das hier was zum Anziehen. Eine Brautbluse. Was hat die für Eigenschaften? Okay, drei neue Skills. Keine Ahnung, wofür die Skills da sind. Parameter plus 12. Ja, das ist okay. Also, danke für den Hinweis. Dieser Gegenstand hat sich wirklich gelohnt. Ich
denke, ich würde es sogar Lia geben. Ich finde die Skills jetzt nicht so wichtig, sondern einfach nochmal 15 MP mehr und alles ein bisschen besser. Also Lia ist ja diejenige, die bei uns dauernd Schaden macht mit ihrem Feuerregen. Andererseits ist die Frage, ob sie das überhaupt tragen kann. Könnte sie. Wahnsinn, wie da die Werte in die Höhe schießen. Also bis auf der Schadenswert des Bogens, der geht ein bisschen zurück. Jetzt gucken wir uns das Vergleich mal. Revi könnte das auch anziehen. Ne, der nicht. Angriff dann bestimmt auch nicht. Er sieht auch lustig aus, glaube ich. Und Il könnte es sicherlich anziehen. Ne, also entweder Firis oder Lia. Ich denke, es muss Firis anziehen, weil ich Lias Rüstung ja nicht an Firis übergeben kann. Das ist schon okay so. Ja, schön. Ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Wir reden noch mal kurz mit den Leuten hier. Und dann würde ich sagen, machen wir uns ab nächster Folge auch auf den Weg nach Reisenberg. Ich gucke jetzt noch mal eben kurz auch unsere Quests durch. Ob da noch irgendwas unbedingt erledigt werden sollte. Achso, genau. Wie ist bei dir der Status, Baby? Auch rot. Friendship bei 40. Wird auch nicht besser. Quests. Gucken wir mal eben durch. Also wir müssen nach Reisenberg. Wir müssen... Die Stimme hören machen wir nicht. Griffonien. Nein, da reise ich ganz bestimmt nicht wieder zurück. Da auch nicht. Nein, das ist alles uralt. Hustentropfen können wir immer noch nicht herstellen. Drei Gargülen. Okay, goldene Punibälle haben wir mittlerweile. Könnten wir erledigen. Ist aber zu weit weg. Monster besiegen, nein. Big Beast Bone habe ich nicht. Wahrscheinlich, wenn wir eins dieser dicken Monster besiegen, kriegen wir so einen. Nein, Schneeregion machen wir nicht hin. Dagger ist zu weit, der Weg zurück. Dickes Monster ist zu schwierig. Strength Meat habe ich nicht. Diese Viecher besiegen ist auch zu weit zurück, nur um da ein paar Monster zu besiegen. Aber es gibt natürlich schon eine interessante Belohnung. Wind Spirit Talisman ist wahrscheinlich auch ein nettes Accessoire. Aber der Rock wird bestimmt schwieriger sein als ein Greif. Und Greif war Level 29. Kann sein, dass ich es gar nicht schaffe. Goldene Seide habe ich nicht. Forest Jellyfish, da könnte ich hin. Leafy Laforetta, das ist ganz weit weg von hier. Turtle Claws habe ich nicht. Observationsinstitut in Reisenberg gehen wir auf jeden Fall hin. Grautal kommen wir nicht mehr dran vorbei. Glaube ich jedenfalls nicht. Fussheim nicht zurück. Nein, das war schwierig. 10 Greifenfedern habe ich nicht. Past Paradise, da können wir nochmal hin. Und das können wir auf dem Weg dahin mal untersuchen. 3 Greifen könnten wir da auch besiegen. Hey, okay. Super. Das heißt, wir haben auch quasi nichts mehr zu tun. So. Dann, damit ich es nicht vergesse, gehen wir sogar eben noch das kurze Stück Richtung Past Paradise. Und hier sind noch Händler. Ich will noch mal... Ach, guck mal. Luis ist auch da. Nee, Baumwolle brauchte ich nicht. Ich brauchte Wolle.
Normale Wolle. Ach doch, Walnüsse habe ich doch 52. Ja. Ja, Baumwolle habe ich auch nur 3 Stück. Ich nehme auch mal nochmal 5 mit. Die kosten ja auch nichts. Bevor ich die sammle, weiß gar nicht mehr, wo ich sie herkriegen sollte. Die Richtung. So, wo muss ich denn jetzt lang? Wo ist denn der kürzeste Weg? Ach so, wir kommen da doch nicht vorbei. Pass Paradise ist auch weit weg. Nee, das heißt, wir gehen dann jetzt nach Reisenberg. Selbst wenn wir noch Zeit hätten, nach der Prüfung haben wir auch noch Zeit, aber ich will nicht das Risiko eingehen, dass ich, sag ich mal, 30 Tage vor der Prüfung da bin und dann gesagt wird, nee, dann, wir müssen noch dieses und jenes erledigen, damit die Prüfung überhaupt stattfinden kann. Ja, Rivi ist nicht ganz auf Schneeregion eingestellt. Der hätte oder hat gerade eben seinen Schuh verloren im Tiefschnee. Nee. Ich wollte gar nicht dahin reisen, sondern ich wollte dahin reisen. Und ich hoffe, wir finden noch ein Rezept für warme Kleidung. Das wäre sonst ganz schön aufwendig, hier alles zu erkunden. Wenn wir so schnell LP verlieren. Aber wir haben auch noch ein Kleid, das ist auch noch produziert, glaube ich. Achso, ich kann jetzt gar nicht abspeichern. Ich muss mal eben kurze Rast machen. Und mich irritiert, dass da in der Ecke noch eine Landmark ist. Um Gottes Willen. Da habe ich jetzt gar kein Bedürfnis, mit den Viechern zu kämpfen, weil wir würden gewinnen, aber es ist doch wieder lästig dann. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir gar nichts mehr machen. Vielleicht bastel ich noch 1-2 Sachen ohne euch. Aber ich würde sonst auch mit 43 LP einfach nach Reisenberg reinwandern. Mit euch zusammen auf jeden Fall nächste Folge. Also seid gespannt, was uns da erwartet. Bis morgen. Tschüss.